Wird gebaut. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Das ist schlechte Idee. Wird gebaut. Bau unterbrochen. Das ist schlechte Idee. Wird gebaut. Ich mache mal so ein Ionenkontrollzentrum und guck mal, dann müsste er eigentlich seine Aufmerksamkeit auf mich lenken, oder? Kommt er dann zu mir und mich so ein bisschen. Einheit wird angegriffen. Ist er ärgerlich? Keine Ahnung. Sieht das aus? Mammutpanzer. Ich weiß es nicht. Mammut rückt vor. Was liegt denn da? Hä, das bist doch aber du, Olli, oder? Ja, Sir. Hm, was? Greife an. Weil am Zeugrum von mir sah aus, als wäre irgendwas umgefallen. Oh, guck mal hier, was hat denn hier? Ein Stück oben links, Olli, ne? Bei dir, oben rechts bei dir. Wo du auch löscht sie da aus. Hat da plötzlich hier Zeug stehen und gemeint, Dreck arsch an. Ah, ich sehe schon, der gelbe ist fast down. Orange, ne? Hast du die ins Team gemacht zusammen? Eigentlich? Einheit befördert. Überrollt sie. Ja, ich glaube, wir waren beide Team 2, oder wollen? Ja, beide Team 2. Auf dem Weg. Los geht's. Saßen die oben links nebeneinander oder saß einer oben links, der andere oben rechts? Ich glaube, einer links ist ganz, ganz links und eurer ist ja in der Mitte circa. Okay. Das ist blöd jetzt hier. Wie dumm ich hier meinen Scheiß gebaut habe. Ich flippe gleich. Nein, das wird unterbrochen. Abgebrochen. Wird gebaut. Okay. Bereit. Ach, man kann den Vorposten noch nicht mehr irgendwie wegmachen. Egal. Was halt auch nicht schlecht wäre, wenn man irgendwie seine Truppen so auflädt. Ach, Scheiße. Gegen Kohle oder sowas. Ach du Scheiße, was höre ich da? Ach, ich hab nicht aufgepasst. Hier, die haben meine Mittelbasis hier zerstört. Da unten? In der Mitte. Ach, in der Mitte die kleine Basis mit der Raffinerie und allem. Das haben sie alles kaputt gemacht. Bin unterwegs. So ein Schaß. Oh, und ich fahr gerade durch Tiberiumfeld, weil ich so klug bin. Wie ein Vulkan. Warnung. Tempel von Nord geortet. Ach, jetzt hat er auch noch einen Tempel gebaut, komm. Danke. Von Nord. Achso, die sind ja auch. Ja, okay, sorry. Ja, also, ich glaube, wenn du den baust, heißt dann irgendwie eine. Tempel von Freund geortet. Tempel von Freund geortet. Von einem Freund. Vor. Landvermesser? Fauch, du scheiß Landvermesser. Könnte funktionieren. Könnte funktionieren. Das könnte funktionieren, hast du das gehört, Olli? So. Was bringt mir der Satellitenablink? Krieg ich dann, ach, guck mal. Zone Trooper kann ich abschmeißen und was weiß ich noch alles. Nicht schlecht. Alles klar. Wie ist es da drüben? Oh, Olli, hast du schon geballert mit deinem Schuss? Feindliche Einheiten. Bitte? Hast du mit deinem Schuss schon geballert mit deinem Spalt? Nee. Lese ich es richtig? Spalt? Ja, das ist der Spalt. Was macht er denn so? Du weißt doch, dass Scheiden wehtut. Natürlich, natürlich. Das ist was für die ganz Großen, aber den werde ich jetzt benutzen. Bau abgeschlossen. Ich will zwar hier drauf. Wo benutzt du ihn denn? Alliierter Speisgenerator aktiv. Ah, da oben. Auf seiner Superwaffe. Ach, guck mal. Ich weiß nicht, ob es die kaputt macht, keine Ahnung. Ich kann da noch, ich könnte noch meine Spalte hinterher feuern. Nee, ich das macht sie nicht kaputt, scheiße. Wollen greift hier gerade an, sehe ich das richtig? Wollen bist du nützlich, ja, ja, ich habe Flugeinheiten und eigentlich meine Dreiviertel von der ganzen Mannschaft gerade zerstört. Mammutpanzer bei also ist mal schön in die Hose gegangen eigentlich. Also hat er viel Ding, Schutz, wie heißt es, Flugabwehr? Nee, also er ist mit... Oh, meine Base wird gerade zusammengefistet, sehe ich gerade. Soll ich hier... was habe ich jetzt hier in der Hand? Ich mach schon mal einen Schallemitter und noch einen. Ach, ich kann nicht zwei auf einmal machen. Einheit wird angegriffen. Blöd. Einheit verloren. Einheit befördert. Stealth-Einheit geortet. Wird gebaut. Unsere so, Basis das wird da. Das wird dahin. Unsere Basis wird angegriffen. Hier ist noch eine Schallemitter-Kanone. Irgendwas repariert? Nur die eigenen Sachen, ne? Scheiße. Es wäre nice, wenn wir auch untereinander Bau reparieren könnten. Das stimmt. Cool. Weiß nicht, ob das nicht sogar irgendwie geht. Ich hab's gerade eben versucht mit diesem normalen Reparaturdingens da oben. Also halt, die Gebäude gegenseitig, nee, die können wir nicht zueinander reparieren. Aber unsere Repair-Tools können, glaube ich, bestimmt den anderen irgendwie auch reparieren. Das ist möglich, ja. Das ist natürlich möglich. Feindliche Einheiten in sich. Ich komme gar nicht dazu, mir irgendwie was groß aufzubauen, weil ich hier permanent attackiert werde mit kleinen Truppen. Ich bin hier quasi permanent mit Steffen beschäftigt, sodass ich
gar nicht mitwirken kann mit euch. Ich komme jetzt runter und schmeiße hier überall Zeug hin. Alter, was ist das denn hier für ein Scheiß? Die sind ja gerade richtig am rumrotzen hier. Rotzen so richtig? Richtig hart. Naja, meine angreifenden Einheiten. Ich finde es eine Frechheit, wenn Angreifer einfach so, wenn die einfach so verteidigen, weißt du? Ich meine, ich greife ja nicht ohne Grund an. Das mag ich auch nicht, ja. Ich habe ja hier, die haben ja Massenvernichtungswaffen. Ja. Deswegen bin ich ja hier. Oh nein, was macht er jetzt schon wieder? Was fliegt denn hier oben? Mutterschiff, ist das von dir, Olli? Was macht das Mutterschiff? Ja, das ist bei mir, das ist von mir. Was wird los? Was kann das? Wenn ich es gut positioniere, dann kann es mit einem gezielten Schlag eine ganze Menge auslöschen. Ach, das kann so runterballern, also? Ja. Nicht schlecht. Hört. Bau unterbrochen, abgebrochen. Die Stealth-Panzer sind eigentlich auch nicht schlecht, oder? Weil die können sich ja irgendwie... Die sind ja getarnt. Sind die auch getarnt vor Verteidigungsgeschützen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wie die funktionieren. Ich habe Nord nie ernsthaft gespielt. Was sehen Sie? Darf ich halt mich da mal reinfuchsen? Weil wenn jeder GDI spielt, ist es... Weiß ich nicht. Gefällt mir auf jeden Fall mal bis jetzt. Übrigens, Wollen, über deiner Basis ist so ein Tiberium-Turm. Da musst du nur einen Ingenieur reinhocken und dann kriegst du da durchgehend Tiberium geliefert. Das ist nicht schlecht. Oh, Gegner besiegt? Oh. Welcher? Orange. Also jetzt ist ganz links noch pink. Jawohl. Und dann hätten wir es eigentlich. Ausbildung. Dann können wir ihm mal gleich einen vernichtenden Stoß geben. Einen vernichtenden Stoß, den gebe ich ihm. Keine Sorge. Ja, aber... Achso, du bist schon dabei? Ja, ich habe ja Orange gerade platt gemacht. Unbesiegbar. Warum soll ich nicht einfach weiterlaufen? Du werkelst da, ich würde noch meine Ionenkanone einsetzen, du Zachary. Zachary, genau. Ja, ich kann hier noch ein bisschen warten und ich würde auch gerne mein Mutterschiff nochmal einsetzen. Ja, mach mal ruhig kurz ein bisschen low. Ich sehe auch gerade, dass... Ich fahr gerade rüber zu Wallen. Dass ich hier auch noch ein bisschen, verteidigend wirken kann, obwohl die, glaube ich, eh nicht mehr jetzt was machen. Ich mache einen Saboteur mal in diese Mine da rein. Schalalalala. Okay, das heißt, die Runde könnte ein Win werden. Ja, das ist... Oh, ich sehe gerade, die Mammutpanzer fallen ein. Das hat gar nicht so groß Verteidigungsgeschütze, kann das sein? Bei sich? Ja. Ich hab zwar nicht viel, ich hab jetzt 6 Stealth-Panzer, ich würde aber mal vorbeispazieren, ich glaub, es sind die Ballern. Oh, warte, hier ist Ionenkanonengebiet jetzt gleich. Da vorsichtig, wo du deine Einheiten hinstellst. Ja, ich stalte erstmal ein bisschen weiter weg und beobachte mal das ganze Schauspiel. Ich werde es auch nicht voll draufhauen, ich will ihn ja nicht zerstören, ich werde so ziemlich links draufhauen. Hau mal da in die Mitte bei dem Construction Yard, bei seinem Bauhof. Soll ich da echt voll? Ja, direkt auf seinen Bauhof, natürlich. Direkt auf die Fresse. Auf die Omme. Natürlich. Den Schläger auf die blanke Jalappe. Da bin ich immer dabei, da bin ich immer dabei. Und dann kommt das Mutterschiff und macht den Rest. So, wo muss ich den jetzt hier auswählen? Wo ist sie denn jetzt? Links irgendwo. Da ist er. Na gut, dann hau ich mal voll auf die Scheiße hier. Beobachten wir es mal, dieses Schauspiel. Ja. Da hatte ich noch größere Erwartungen dran, ehrlich gesagt. Ich auch. Ich dachte jetzt echt, dass außenrum alles kaputt ist irgendwie, aber... So kann man... Jetzt kommt deine Todeskuppel da angeflogen. Jetzt kommt das Mutterschiff, mal gucken, was passiert. Die Frisbee des Todes, die sich nicht dreht. Wenn das dicht bebaut war, hat sich früher auch eine üble... Moment, ich flieg mal direkt hier rüber. Hat sich so eine üble Druckwelle entwickelt und da konntest du auch mal eine ganze Basis mit kaputt räumen. Okay, ich sehe gerade, der Bauhof ist ja noch intakt, das sehe ich jetzt erst. Oh. Entweder ist das 1000-mal stärker oder ich habe die Flasche schon auch angedreht, deswegen ging es so weit auf. Na klar. Ich glaube, es lag daran. Pitbull ist einsatzbereit. Haben wir es geschafft? Das kann eigentlich nur daran liegen. Lebt hier noch was? Da tut sich noch was, ne? Irgendwie. Der ist noch nicht fertig. Unit lost. Wo verliere ich denn noch Einheiten? Pitbull ist einsatzbereit. Oh, wow, deine unsichtbaren Stealth-Panzer, das sieht ziemlich cool aus. Da unten hockt er noch, die alte Schabracke. Einheit. Nein! Achtung, der kommt mit so komischen... Schweinepriester? Genau, Schweinepriester. Ich sehe es, eindeutig Schweinepriester. Wo denn? Ich sehe es. Das ist ein Amok-Fuzis. Ich bin noch schnell weg. Das Gute ist, die Stealth-Panzer, die sind auch sehr beweglich. Die bewegen sich ziemlich schnell.
Das wird auf jeden Fall meine Einheit, wo ich mal ein bisschen ausbauen muss. Meine Stormtrooper schießen sich ja halt gegenseitig ab. Ich weiß nicht, was sie vorhaben. Was sind die behindert? Halt, sind das überhaupt meine? Hä? Wo? Enemy Base Sighted, hat er gesagt. Hier unten. Ah. Dieses Ding da oder was? Dieser kleine Knüppel da. Ja, ich fürchte. Ich hau da oben links auf den Bunker. Ach, das ist ein EMP Control Center. Guck mal einer an. Ist natürlich möglich. Komm, ich hau da mal EMP drauf. Da links, vorsichtig, nicht so nah hingehe. Arbeite gerade mit EMP. Was natürlich nichts bringt, da hier nichts, ne? Da läuft nichts auf Solomon. Das ist alles. Das geht alles über Strom. Komm, ich habe jetzt hier meine Pitbulls. Wo verstecken sie sich? Pitbull ist einsatzbereit. Kann ich mit meiner Pitbull-Armee noch irgendwas reißen hier? Sind wir gerade am Verlieren? Sehe ich es nicht? Pitbull ist einsatzbereit. Die Base eigentlich? Hier unten ist noch. Ach, das sind so kleine verstreute. Er gibt nicht so richtig auf, der Arsch, der. Das ist unser kleiner Schnädel, so wie vorhin. Also da sehe ich auch noch was. Da unten sehe ich noch was Rosanes. Da auf der Brücke, links. Ganz auf der linken, ganz links die Brücke. Da habe ich nur gerade vorhin rumrennen sehen. Also ich habe gleich meine Pitbull-Einsatztruppe fertig. Oh, dann geht's ab, Leute. Dann geht's ab. Hier ist noch was. Also Einheit ganz wird kleines. Angegriffen und verloren auch noch was. Wie bitte? Pitbull ist einsatzbereit. Spaltgenerator aktiviert. Oh, das ist ein Spaltgenerator. Durch die. Pitbull ist einsatzbereit. Ah, ne, okay. Und wo steigt die Party? Nix. Wir haben hier drei Einheiten mit meinem. Das ist echt totales Luxusproblem, ne? Drei kleine Einheiten mit meinem Spalt. Getötet. Ich kann hier eine Köderarmee erzeugen. Wo? Erzeugt aber die Illusion einer Klonarmee. Pitbull ist einsatzbereit. Fällt sich nicht schlecht, Alter. Da unten ist noch ein Turm von denen. Pitbull ist einsatzbereit. Ist das Ablink schon gebaut? Ja. Könnt ihr nicht irgendwie die Karte aufdecken mit irgendwas? Mit irgendeinem Upgrade? Also pass auf, ich decke mal ein Stück auf, ich vermute sie dort. Und zwar hier. Aha! Ah, aber guck dick! Mal, aber was der Mr. Dick! Aber dick, mein Freund. Also bei mir irgendwie sehe ich gerade, ja. Genau neben dir, ey, der hat dich die ganze Zeit geärgert, daher kam das. Okay. Achtung, es kommen erstmal 44 Pitbulls gefahren. Dann fliegt natürlich sofort auch das Mutterschiff darunter, ist ja klar. Ist logisch, ja. Guck mal, meine Stormtrooper oder Zone Trooper, oder wie die heißen. Diese geile Dinger, ne? Die Zone Trooper gehen ab. Bam, 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 bam. Ich kann die ganze Basis jetzt legen hier. Wir haben mit meinen Super Troopers. Ich sammle jetzt hier erstmal vor der Brücke. Pitbull ist einsatzbereit. Oh, was machen meine Pitbulls denn da oben? Leute, runter da, weg okay. Da, hier hin. Boah, yeah. Acht Trooper stehen bereit. Der Flugeinheit. Pitbull ist einsatzbereit. He is getting on his nass. Ach, guck mal, wer da angeflogen kommt. Aufstieg bereit machen. Was brauchen Sie? Meine Stormtrooper kämpfen nicht, die freuen sich einfach nur. Die haben gerade so rumgewackelt. Auch unsere Basis wird angegriffen. Wo denn? Ah, da unten bei Werl. Das ist eine ganz schöne Pitbull-Armee, ey. Ich weiß, aber das ist auch nur die Hälfte. Der Rest ist irgendwie behindert. Da oben stehen noch voll viele. Und da haben wir schon gewonnen. Ach, schade. Das war ja einfach. Das war sehr einfach. Könnten wir auch mal probieren mit drei Gegnern auf Mittel und jeder baut nur Pitbulls, ne? Nee, das glaube ich nicht. Oh yeah, 100 Pitbulls. Ja, das war schade. Ich konnte quasi nichts bewirken, weil er mich ständig mit so kleinen Mannschaften attackiert hat und ich war die ganze Zeit damit beschäftigt, Gebäude zu reparieren oder neue Verteidigungsgeschütze. Ich bin irgendwie gar nicht dazu gekommen, große Einheit aufzubauen. Ihr habt ja hier richtig fett gebaut. 50 Gebäude zerstört. Damn. Ja, nicht schlecht. Ich habe wie viel? 20. Units killed, ja, gut, wie gesagt, 248. Damn! Theoretisch hätte ich ja die meisten Punkte haben müssen, weil ich ganz in Ruhe da hinten saß und vor mich hindödeln konnte. Ich hätte eigentlich bei Wallen die ganze Zeit. Ich habe bei Wallen nur diese zwei Kanonen hingebaut. Ich hätte eigentlich alles voll mit Kanonen bauen müssen. Alter, Killer, du hast eine KD von 10,6. Geht das ja, denn? Mein Freund. Ich verliere halt nichts, verstehst? Und die ist auch nur so schlecht, weil ich so viele Pitbulls hatte am Schluss, aha. Na gut. Wo habe ich denn meine? Gefallene Einheiten 10. Vernichtete Einheiten 106. Gefallene Einheiten 10. Ich hab 77, ja, du liest richtig. Ja. Na okay, sollen wir noch ein Spiel machen oder soll ich erstmal die Aufnahme beenden? Nee, wir machen noch eins, oder? Ja, los geht's. Logisch hier. Logisch. Na Logan.
Ich glaube, jetzt werden wir uns so brutal wagen. Ich stelle jetzt mal 6 Gegner auf brutal. Ich glaube, das schaffen wir. Komm, wir strengen uns ganz an. Ja, das glaube ich auch. Okay, mach bei uns aber Handicap 90%, okay? Mhm. Genau, sonst wird's langweilig.